Hallo ihr Lieben, wir machen das jetzt mal ganz transparent. Ihr seht, wir haben, wenn ihr es sehen könnt, kann man das überhaupt sehen? Doch, 18. November. Und hier liegt noch alles wie vom letzten Video, weil ich tatsächlich zu nichts komme. Ich räume das jetzt weg, weil ich jetzt gerade eine andere Karte mit euch basteln möchte. Eine besondere Karte. Und wir werden aber irgendwann diesen Block weiter auseinandernehmen, den ich übrigens letztens noch beim Action gesehen habe. Es mag sein, dass es ihn letztes Jahr schon bereits gab, aber ich habe ihn tatsächlich erst in diesem Jahr erworben und habe ihn auch vor, ich glaube 2 Wochen war es, noch in Menden gesehen. Ich hatte noch überlegt, ob ich ihn kaufe, aber versenden kostet dann direkt 5 Euro. Wegen der Größe. Deswegen ergab es für mich keinen Sinn. So, wir basteln heute eine Geburtstagskarte. In dem Fall für ein Kind. Aber ich glaube, dass das, was ich jetzt vorhabe zu basteln, tatsächlich sehr vielseitig einsetzbar ist. Wobei ich wieder etwas benutzen werde, was ich nehme euch mal näher ran. Wo ihr improvisieren dürft. Wie man für sowas improvisiert, das sage ich in meinem nächsten Workshop, nächstes Semester bei der Volkshochschule. Da heißt nämlich das Thema voll scharf hier. Und da geht es rund um Schafe. Und wir basteln aber heute bereits eine Schafkarte. Aber ich muss zugeben, dass ich natürlich für den Workshop, warte mal hier alles ausrichten, bereits etwas kaufen konnte, was ihr wahrscheinlich nicht habt, nämlich diesen lustigen Schafstanzer. Der ist Bradling Mavi Ushida. Fragt mich nicht. Ich habe den mal wieder von eBay Kleinanzeigen ergattern können und gesehen. Und dazu gibt es auch noch einen passenden Körper. Den werden wir voraussichtlich so nicht benutzen, aber abgewandelt. Ich suche jetzt mal das weitere Material raus und dann zeige ich euch, was wir basteln werden. Oder anders, ich habe eine Grundidee und ich bin selbst sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Bis gleich. Richtig viel Zeit habe ich natürlich überhaupt gar nicht, weil halt meine komplette Zeit für Arbeit und Bleibesuche drauf geht, aber das kennt ihr ja schon, es spielt ja auch so gesehen keine große Rolle. Wir haben eine blaue Grundkarte, weil das im Hintergrund der Himmel ist. Im Vordergrund benötigen wir Wiese. Auch dafür habe ich einen schicken Stanzer. Da kann ich stanzen und mich dann hier an dem Muster orientieren und auf die Art und Weise eine Bordüre stanzen, wenn ich denn das Muster erkenne. Lasst mich erst in die andere Richtung arbeiten. Ich erkenne kein Muster. Da. Also dann stimmt das Muster komplett überein und man kann dann halt schieben. Gar nicht so weit. ich sehe nicht so gut, ich sehe nicht so viel. Da ist es. Ich muss gestehen, ansonsten würde ich auch einfach gnadenlos. Aber naja, jetzt ziehen wir es durch. Da ist das Muster. So, und jetzt denkt ihr euch, ja, aber die Schnipsel, also die kann man halt auch benutzen. Vielleicht machen wir das sogar. Eigentlich gar nicht die dümmste Idee. Aber ich werde das hier benutzen. Und wartet. Achso, Schneidemaschine ist in der Workshop-Tasche. Das haben wir ja mal wieder super gemacht. Da ich gerade feststelle, dass ich sogar 4 von denen hier habe, kann ich ja die hier ganz entspannt verkaufen und in meine Ausverkaufsliste setzen. Ich bin halt am Aussortieren nach wie vor wie Jack. Ich komme nur nicht dazu, es einzustellen, geschweige denn die aussortierten und ausgesuchten Sachen zu verschicken. Ich komme da irgendwann zu, verspreche ich euch. Aber jetzt gerade scheitere ich da noch ein wenig dran. Aber wir schaffen das schon irgendwann. Und ich danke euch auf jeden Fall für eure Geduld. Also diejenigen, die sich schon bereits Dinge bei mir ausgesucht haben. Schaut mal, wenn man sich dann einmal eingerufen, geht das nämlich auch sehr schnell.
Dann weiß man nämlich, wie viel man ungefähr weiterschieben muss. Und jetzt muss ich mal einmal gucken. Hätte man sogar ein leicht anderes Grün nehmen können. Was ist, wenn man sowas tun könnte, aber nicht getan hat? Dann improvisiert man. Man nimmt einfach ein grünes Stempelkissen. Prüfen wir gerade einmal an einem Schmierpapier die Farbe. Da halten wir einmal ein recht kräftiges Grasgrün. Das hier Jade dürfte zu sehr ins Bläuliche gehen. Dann haben wir hier noch ein Metallic. Na, das ist doch gut. Ich glaube, das finde ich am besten. Gucken uns gerade noch das hier an. Ja, das ist mir zu. Dann nehmen wir das. Und damit färben wir jetzt einfach ein richtiges Schmierpapier. Das mal gerade einmal so ein bisschen ein. Indem wir da einfach so ein bisschen drüber gehen. Es muss nicht gleichmäßig sein. Es soll sich halt nur ein bisschen abheben. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Und jetzt kann man noch, pass mal auf, dann nehmen wir sogar tatsächlich sogar noch den, was war der andere Grünton, der hier? Ich das eher gewusst. Das ist ja wurscht, das kommt ja auch selber raus. Wobei, da bin ich jetzt gerade überlegen, das kann ich ja nicht so richtig verstecken, ne? Weil das zu kurz ist. Ich glaube, die nutzen wir nicht. Wir nehmen einfach noch eine dritte Reihe. Ich muss mich eh noch entscheiden. Hätte man eigentlich auch direkt die Längsseite machen können, ne? Ich würde dazu denn dir noch eine weitere Reihe zu stanzen, aber gleich kann ich das enger ausschneiden, so viel Rand brauche ich gar nicht. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und ob ich damit mal irgendwann was mache, das entscheide ich ein andern Mal, aber nicht heute. Und nicht so viel Rand heißt, ich brauche hier nur so eine Ecke. Und das färbe ich erneut ein. War das diese Farbe? Ich glaube ja. Dann wäre das die Grundkarte. Das käme da drauf. Dann käme das da drauf. Und das da drauf. Man sieht es gar nicht richtig. Das heißt, entweder muss ich das hier mehr einfärben oder das andere auch einfärben. Oder man nimmt einfach zwei verschiedene Grüntöne, ne? Also das könnt ihr auch machen. Wir färben das jetzt einfach mal doller ein, weil ja nicht jeder so viel verschiedene Grüntöne vielleicht hat. Da kann man sich eben mit Stempelkissen fantastisch behelfen. Jetzt ist die Überlegung, ich könnte es natürlich auch so rum machen. Und ich könnte ein bisschen mit den Richtungen spielen. Ach ja, da kann man jetzt gucken, was einem wie gut gefällt. Ich glaube, so finde ich das schon ziemlich gut. Dann haben wir jetzt das Schaf. Wir können eigentlich direkt das hier nehmen. Und da möchte ich improvisieren. Passt der Kopf da drauf? Passt der sogar. Und zwar
möchte ich den Schafkörper nicht so nehmen, außer die Arme. Muss ich mal einmal gucken. Ich glaube, dass der so schwergängig ist. Das habe ich nämlich gerade beim Kopf schon gemerkt. Ja. Dass ich den nicht in der Luft stanzen kann. Ui. Oh Gott. So. Ja, das klappt ja vorne und hinten nicht. Also manchmal hilft es, es einzuklemmen, also leicht runter zu drücken, aber das funktioniert hier gar nicht. Also ich muss erst nochmal mit dem Kopf. Na, wenn man es leicht andrückt, klemmt man das Papier ja quasi fest, aber ich kriege das hier schon gar nicht leicht angedrückt. Das ist ja krass. Ich will aber hier hinten die Ecke nehmen für den Körper, den ich improvisieren werde. Wartet. Okay, das kann ich, glaube ich, nicht für den Kurs verwenden. Was ist denn mit dem Stanzer los? Heieiei. Okay, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Und ich brauche einen Wellenkreisstanzer für den Körper. Der Kopf ist dieser hier. Und das ist ein, da wäre der Körper ein bisschen sehr klein für einen großen, nee, umgekehrt, der Kopf sehr klein für einen großen Kopf. Nein, umgekehrt. Mann, ihr wisst schon, was ich meine. So passt es auf jeden Fall besser. Arm 1, komischer Arm. Na, das werden wir uns gleich noch angucken. Habe ich Arm 2 schon ausgedingstert? Nein, ne? Das war doch genau das Problem. Jetzt habe ich hier aber so viel Platz, dass ich da, glaube ich, blind... Ach komm, dann machen wir jetzt richtig. Gehen wir auf ganz Nummer sicher und haben einen zweiten Arm. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich ihn benutzen werde. Ich glaube, bin mir noch nicht... finde ihn noch ein bisschen komisch. Ich glaube, den improvisiere ich lieber. Ich wollte nur einmal gucken, was ich, wenn ich es eh habe, ob ich es nicht benutze. Den Kopf finde ich super, aber ich glaube, die Ärmchen eher merkwürdig. Weil es natürlich nett ist, aber das kann man auch anders erreichen. Weil dieses Schaf wird jonglieren, falls ihr noch nicht erkannt habt, worauf das Ganze hinausläuft. So, damit dieses Schaf besser sich abhebt, kann ich jetzt entweder hier ein bisschen einfärben. Und ich glaube, ich tendiere dazu. Das heißt, ich würde jetzt hier mal einmal mit Bleistift lediglich ein bisschen schraffieren und dann habe ich so einen Verblender. Man hätte auch graues Papier nehmen können, aber so haben wir sogar noch ein bisschen Schatten drin. Der Kopf hebt sich jetzt etwas besser ab. Und beim Kopf können wir sogar, ich denke gerade drüber nach, ob ich das machen möchte, den Rand hier so ein bisschen schwärzen. Mal gerade gucken, ob mir das zu hart wird. Wir nehmen mal einmal gerade. Ja, das finde ich gut. Dann nehme ich jetzt hier einfach einen schwarzen Stift und gehe hier einmal am Rand entlang. Das kann man auch manchmal gut mit dem Stempelkissen machen. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig, weil ich ja gar nicht hier in die Ecken komme. Da muss ich jetzt mal gerade von der Rückseite aus versuchen, dass ich da so ein bisschen dran komme.
Ich glaube, da muss ich das Video hier jetzt an der Stelle gleich schon unterbrechen, weil ich mir noch die Haare föhnen muss. Und gleich wieder für eine Besichtigung abgeholt werde. Heute stehen wieder zwei Besichtigungen an. Ich brauche halt etwas mit Garten für meine Freigängerkatzen an einer nicht zu befahrenen Straße. Und dann muss das Ganze noch bezahlbar sein und ich muss schneller sein als andere. Ja, guck mal, das ist doch super. Ich finde die Arme komisch. Wir ziehen das jetzt durch. Aber wir machen... Was machen wir denn für Füße? Okay, die schneiden wir aus. Da haben wir auch schon quasi hier ein. Also, weil man kann die auch einfach ausschneiden. Ne? Also, ich muss gestehen, dass mir das Ausgeschnittene sogar auch besser gefällt. Wir machen jetzt einfach hier. Ein Füßchen. Ja, schon fast das hier nehmen. Okay, nein, das sieht komisch aus. Wir nehmen einfach hier noch eine Ecke. Wie will ich denn überhaupt schneiden? Komm, dann machen wir es so. Wie lang soll der Fuß sein und wie dick? Irgendjemand eine Vorstellung? Also hier könnt ihr jetzt selbst gucken, was euch wie gefällt, was wie zusammenpasst. So, dann haben wir schon ganz einen Schritt weiter. Wir kommen zum letzten Schritt. Wir haben hier nochmal ein Papier. Wir haben hier einen größeren Wellenkreis. Den kann ich direkt nehmen. Wir stanzen einmal einen Wellenkreis aus. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Ob das eigentlich alles größentechnisch passt, wie ich mir das denke, der könnte sogar noch eine Nummer größer sein. Habe ich noch eine Nummer größer? Ich habe eine Nummer größer. Da müssen wir jetzt einmal gucken, ob der zu groß ist. Der ist aber gar nicht so viel größer. Ne, der ist nur einfach anders gezackt. Der sah nur größer aus. Aber wartet. Was ist denn mit diesem Exemplar? Ist das zu groß? Ach, jetzt probieren wir es aus. Da rechne ich nicht lange. Nein, das ist perfekt. Schon irgendjemand eine Idee, was es werden soll? Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ein jonglierendes Schaf. Und das jongliert. Da kann man sich hinterher noch, indem dann das hier gedreht werden soll. Kann man fast noch eine Nummer größer nehmen. So. Ich muss Haare föhnen. Wir machen nachher weiter. Bis später. Und weiter geht's. Und guckt mal, das Schaf sieht doch total süß aus, wenn das so ein bisschen nach da schaut. Passt jetzt nicht für heute. Ach, guck mal, Katzenhaare. Da wissen wir ja, was hier zwischendurch passiert ist. Ich habe in der Zwischenzeit zwei Entscheidungen getroffen. Zum einen ist mir das hier nicht fest genug. Das heißt, ich möchte gerne ein dickeres Papier haben. Jetzt möchte ich aber nicht das dicke Papier... Ah, verschwenden klingt jetzt zu hart, aber wir testen das jetzt mal anhand eines, ich sag jetzt mal, Schmierpapiers im weiteren Sinne. Erstens, ob der Stanzer, oh, der schneidet wie Butter, so dickes Papier hinkriegt. Und zweitens, ob es zu groß ist. Nein, das passt genau drauf.
Beziehungsweise es steht ein bisschen über und das finde ich gar nicht verkehrt, denn den zweiten, ich habe mir extra zwei gleichfarbige rausgesucht. Achso, ist das überhaupt groß genug? Nämlich nicht ganz. Ja, passt. Okay, so, das heißt, wir haben einmal einen Kreis und ich möchte gern Ton in Ton arbeiten. Ton in Ton arbeiten. Das heißt, dass ich dann auch den gleichen Untergrund nehmen muss. Und da das Ganze ja quasi Himmel darstellen soll, lasst mich mal kurz gucken, war halt die Überlegung. Können wir eigentlich sparen? Wenn wir das hier quasi zuschneiden, da kommt ja eh die Wiese drauf. Dann können wir doch das gleiche Blatt sogar nehmen. Ja, ist doch cool. Können wir uns ersparen. Ist mir eigentlich fast zu dunkel, aber ich hatte in dem hellblauen nichts mehr. Und es ist schön kräftig und Kinder mögen kräftig. Und das Schaf hebt sich dann auch gut von ab. Das passt schon. So, das heißt, das hier schneide ich jetzt zu. Wie viel Rand möchte ich denn haben? Nur einen kleinen, ne? Das heißt, ich schneide jetzt quasi lustigerweise die Ränder ab. Also, ich mache auf 10. Moment, lasst mich gucken, ob ich es von oben schneide. Weil unten ist es schon quasi auseinander. Seht ihr das? 10. Ja, das geht. Mal, jetzt wird es genauso spannend. Mal 14,3. Ob das klappt. Huch, sorry. Jetzt seid ihr verschoben. Ich rutsche euch mal gerade und nehme euch runter. Wir gucken uns an, dass passt, dass ich überall den gleichen Rand habe. Jetzt kann ich direkt auch jetzt einmal entscheiden, möchte ich das abschließend haben mit dem dunkelblauen oder möchte ich, oh, ich möchte das abschließen mit dem hellblauen. Das finde ich irgendwie cool. Und dann gucken wir einmal, das heißt, ich dann, das hat nämlich den Vorteil, dass ich dann ganz entspannt aufkleben kann und dann gleich, weil ich würde es ganz entspannt hier bündig aufkleben, weil wenn man hier abschneidet und auch nur einen Millimeter zu viel abschneidet, hat man zwei Einzelkarten. Deswegen empfehle ich es, so rumzunehmen. Dann kann das aufgeklebt werden. Das hier verschwindet dahinter, ist jetzt ein Tacken zu groß und das passt aus dem Grund, dass wir es sogar da bündig machen. Ihr werdet gleich sehen, mit welchem Effekt. Und das machen wir folgendes, wir haben ja gerade den hier ausgestanzt, den knicken wir einmal. Wir wollen den Mittelpunkt ermitteln. Wie ermittelt man den Mittelpunkt? Indem man es einfach zweimal faltet. Am besten so, dass es bündig ist. Und da, wo sich die beiden Linien kreuzen, da ist die Mitte. Ja, es ist ein bisschen sehr dick. Wir nehmen mal etwas dünneres. Eine Nadel. Und nehmen den Kreis, legen die beiden Kreise aufeinander.
und haben so hier den Mittelpunkt ermittelt. Ist auch schön, Mittelpunkt ermittelt. Es ist noch eine Sache, die ich entscheiden muss, nämlich ob ich muss es ja irgendwo befestigen, da ich jetzt hier geschummelt habe, müsste ich es ja hier durchstechen, weil das muss ungefähr dahin. Wo auch immer es hin muss, das ist ja egal. Da ist in dem Augenblick kein blaues Papier. Das heißt, ich würde das Loch, ich muss ja da gleich mit einem Klemmerchen arbeiten, hier durchstechen, dann würde man es hier sehen. Ich kann dann da was reinkleben. Oder ich verstecke noch etwas darunter. Und ich glaube, ich mache tatsächlich Zweiteres. Und wir haben doch gerade hier aus Weiß. Achso, das bringt. Doch, das bringt was. Da schneide ich mir jetzt gerade einfach mal 9, irgendwas ab. Mit dem Papier mache ich sonst eh nichts mehr. Und wenn ich das quasi da drunter klebe, so dass es nicht zu sehen ist, dann habe ich hier, können es gerade ausprobieren, egal wo ich es hinpacke. Ja, das ist, ich bin jetzt mal. Also habe ich, ich merke ja, dass ich es wegdrücke, habe ich Papier. Das heißt, das klebe ich jetzt einfach tatsächlich mal aufeinander. Ich hoffe, ihr wisst noch, was ich tue und warum ich es tue. Das will ich da drauf kleben. Damit ich den Mechanismus verstecke. Es gab übrigens noch eine weitere Idee, die ich jetzt in dem Fall nicht weiter verfolge, nämlich, dass ich da auch noch was wackeln lasse. Und man könnte da echt ganz schön viele lustige Effekte noch einbauen. Aber da habe ich mich jetzt überall gegen entschieden. Achso, das war jetzt viel zu viel Klebe, das macht aber nichts. Das ist sogar die Überlegung, ob ich direkt weiterklebe. Ich eigentlich machen, ne? Das kommt ja auf jeden Fall auf die Karte. Passt mal auf. Ich klebe jetzt schon mal fröhlich weiter. Dann können wir nämlich auch mal die Wiese aufbringen. Weil auch da ist es eigentlich wurscht, ob ich das Schaf relativ weit unten hinsetze oder relativ. Achso, nein, stopp. Ihr habt recht. Ich muss ja erst den Mechanismus anbringen. Na gut. Dann lassen wir es jetzt einfach trocknen, die Klebe. Das macht gar nichts. Aber ich würde schon ganz gerne die Wiese anbringen, damit ich weitermachen kann. Dann lasst mich mal einmal gerade schauen. Scharf. Das Schaf jongliert. Das heißt, der Kreis. Das ist, wenn man sowas noch nie gemacht hat und sich nicht vorbereitet. Dann bekommt ihr die ganzen Überlegungen mit, aber das war ja auch der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ich überlege gerade, ob ich das alles nicht sogar ein bisschen tiefer setze, aber ich kann ja auch hier unten noch ein Happy Birthday hinstempeln, ne? Oder ein alles Liebe zum Geburtstag. Jetzt sind dicke Füße, oder? Soll ich die ein bisschen kleiner schneiden? Und
Arme, sind die auf dem blauen? Ah, ich merke schon, ich muss auf jeden Fall das Grüne sehr, 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 sehr gut ankleben, weil ich diese Arme gern noch bewegbar machen möchte und die sollen über das drüber gehen. Aber ich habe auch schon eine Idee, wie wir das alles erreichen. So, das soll sich aber noch drehen können. Und dann fliegen hier die Bälle her. Das soll sich bewegen können. Wie klebe ich denn dann bitte schön die Wiese? Also, ich klebe jetzt einfach Wiese auf Wiese. Das ist schon mal Lösung 1. Das heißt, ich klebe das Dunkle. Und wenn ihr jetzt diese Situation habt, dass ich ja gerade gesagt habe, das Gras muss gut anliegen, damit ich den Arm bewegen kann. Wie erreicht ihr das am einfachsten? Ihr nehmt euch irgendein Schwämmchen. Ich packe jetzt mal möglichst viel Kleber hier hin. Dann nehmt ihr euch, wenn ihr habt, unbedingt die Silikonmatte drunter. Und dann könnt ihr nämlich sehr schön mit dem Schwämmchen das verteilen. Schön hier auf die Spitzen drauf. Ein paar Katzenhaare dabei. Sind ja auch schon mal auf der Wiese zu finden, das passt schon. Und jetzt kann ich mir noch überlegen, den Abstand. Der muss überhaupt nicht gleichmäßig sein, also zu dem nächsten Stück Wiese. Andrücken, sonst ergibt das Ganze keinen Sinn. Und dann einmal das hier. Da packe ich hier die Klebe drauf. Nein, ich klebe sie doch hier drauf. Warte mal, so rum wollte ich es, ne? Ich wollte, dass die einmal in die andere Richtung gehen. So wäre die gleiche Richtung. So wäre die andere. Das heißt, ich bringe dort Klebe auf. Warte, da kommt mir nicht genug raus. Weil ich will die eh alle leer kriegen, um sie auszuspülen. So. Dann passt das doch. Da gehen wir jetzt noch ein bisschen tiefer. Wobei ich glaube, das ist dann sogar... Ich hatte überlegt, dass ich es direkt auf die Karte klebe, aber so weit bin ich noch gar nicht, ne? Weil ich da, mir fehlen da noch so ein paar Informationen, auf welche Höhe und wie ich das mache, dass sich das bewegen lässt. Das weiß ich noch nicht so 100%. Jetzt habt ihr eine Vorstellung davon, wie ich ungefähr die Karten zu meinem Buch entwickelt habe. Apropos Karten zu meinem Buch. Ich habe noch sehr viele Exemplare, die ich verkaufe. Und ja, ich weiß, ich komme ja gerade mit dem Verkauf meiner aussortierten Sachen nicht hinterher. Aber wenn ihr da ein bisschen Geduld habt, dann würde ich das im Dezember verschicken. Es ist auf jeden Fall rechtzeitig zu Weihnachten da ist. Wonach entscheide ich die Höhe? Die entscheide ich eigentlich danach. Hier ist es nicht bündig, das schneide ich jetzt mal einmal bündig. Ist doch praktisch.
Na gut, das war zu wenig. Dass ich einen bündigen Rand habe für links. Genau, wenn ihr ein Buch von mir haben wollt, sagt mir bitte Bescheid. Das bekommt ihr gerne im Dezember. Bis dahin hat sich hoffentlich die ganze Situation etwas beruhigt. Ich lege es jetzt mal leicht drauf. Ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mal das Schaf bearbeiten sollte. Ich habe mir schon überlegt, das Schaf klebe ich doch am besten mit Abstand auf. Ne? Also den Kopf. Erstmal den Kopf, aber vielleicht auch später noch andere Dinge. So, ihr kennt schon, wenn ihr meine Videos länger schaut, die kleben nicht mehr, die werden trotzdem noch benutzt. Aber dann, wenn sie eh nicht mehr kleben, dann kann ich auch diese Schutzfolien durch einmal Schubbeln abkriegen. Dann muss ich gleich nicht knibbeln. Und jetzt muss ich lediglich gucken, es sind zwei verschiedene Dicken, dass ich die passenden miteinander kombiniere, also die gleiche Höhe. So, die sind gleich hoch. Und die hier sind gleich tief. So, dann würde ich den Kopf, würde ich einmal damit aufkleben, könnt ihr sehen, einigermaßen, ne? Mal komm, da reicht auch der eine in der Mitte. Dann kommt da nochmal Kleber drauf. Dann kommt das da so hin. So, dann möchte ich jetzt die Füße, die können eigentlich direkt angebracht werden. Da ist lediglich die Überlegung, wie viel soll man von den Füßen sehen. Ich würde sagen, gar nicht so viel. Das heißt, und ob man sie dünner schneiden kann, das kann man immer noch entscheiden. Und ja, ich weiß, dass da was drunter ist, wo die Klebe nicht drankommen soll, aber kommt sie ja auch nicht, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ungefähr so. Das macht doch schon einen guten Eindruck. Dann kommen wir jetzt zu den Ärmchen. Ach, die Ärmchen. Kommen wir nämlich zur nächsten Schwierigkeit. Die sollen sich bewegen können. Das heißt, ich steche jetzt hier einmal mit der feinen Nadel irgendwo durch. Dafür nehme ich mir eine weiche Unterlage, wie zum Beispiel so eine Prägematte. Und lege das da drauf. Jetzt verschiebe ich bestimmt gerade den Kopf, das ist aber egal. Piekse da einmal durch, richte den Kopf, richte die Füße. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz winzige Klemmerchen. Habe ich die schon hier liegen? Habe ich die schon mit rausgenommen? Ich sehe sie nicht. Da sind sie, aber die sind nicht winzig. Da habe ich noch kleinere. Haha. Also es gibt so ganz, 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 ganz kleine Briefklammern, die also sehr, 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 sehr fein sind. Ich versuche euch das mal gerade zu zeigen. Also die sind halt wirklich so winzig. Ich denke aber darüber nach, ob ich nicht sogar größere nehme, die aber dann weiß sind. Die sind nicht
gleich, aber ich glaube, die kann man rechts und links verwenden. Dann ist mein Löchlein zwar etwas klein, aber das kann man ja größer schubbeln oder aber auch mit einer größeren Nadel durchstechen. Und ein bisschen popeln. Und das Gleiche, ja, das macht auch einen guten Eindruck. Das Gleiche machen wir hier. Und popeln und stecken es durch. Habe ich schon den Kopf wieder verschoben und die Füße? Hat da irgendjemand drauf geachtet? Ich habe auf jeden Fall was verschoben. Wartet. Weil jetzt irgendwann dürfte die Klebe gleich anziehen. Dann haben wir nämlich danach ein Problem. Ja, die Füße haben schon. Ja, ich muss es in der Reihenfolge machen. Das geht gar nicht anders. Aber das Loch hier darf ruhig noch größer sein. Das sieht man ja nicht. Und dann werden die Klammern auseinandergebogen. Und der Effekt sollte sein, dass Sean jetzt winken kann. Hihi. Ja, das gefällt mir gut. Gut, dann zweiter Arm. Das machen wir jetzt genauso. Ungefähr gleiche Höhe, ungefähr gleicher Winkel. Nicht super wichtig. Ach so, andere Seite wäre gut, ne? Damit ich nicht zu sehr an den Rand komme. Also, was hier die Mitte angeht. Der Kopf dürfte weit genug weg sein. Also einmal durchgepiekst. Das dürfte eigentlich schon groß genug sein. Hier machen wir uns das Leben gerade einmal etwas einfacher. Und tada, einmal die Klammern auseinanderbiegen. Die heißen im Fachjargon Brads, B-R-A-D-S, Brads, so wie Brad Pitt, so ungefähr. Noch nie drüber nachgedacht, fällt mir gerade auf. Und sind Musterklammern, Motivklammern. Unter dem Namen findet man sie auch schon mal. Ich überlege gerade, ob die Beine jetzt noch weiter auseinander sein sollten. Probier es mal einmal gerade aus. Oder länger. Vielleicht ein bisschen länger, ne? Ihr seht, ich bin da gnadenlos. Dann einfach ein neuer Klebepunkt gesetzt. So weit, so gut. Jetzt kommen wir zur nächsten Schwierigkeit. Wenn ich jetzt möchte, dass dieses Rad drehbar ist und dieses Schaf jongliert, dann muss das Schaf fest sein, aber nicht an der Scheibe. Also an der Wiese. Und die Wiese muss fest sein, das heißt, das Schaf können wir später aufkleben. Und die Wiese muss fest sein, aber ebenfalls nicht an der Scheibe. Ja, dann müssen wir jetzt das Schaf
positionieren. Und dann die Wiese. Die Wiese kann ich so setzen, aber halt auch weiter runter. Jetzt habe ich noch die Problematik, dass ich ja hier nicht überall blau habe. Das heißt, darauf muss ich noch achten. Das heißt, die Wiese muss eine gewisse Höhe haben, also mindestens so. Oder der Kreis weiter unten sein. Ja, das geht auch. Jetzt ist einfach die Frage, wo möchte ich das herzlichen Glückwunsch hin haben? Das kann ich hinterher entscheiden. Jetzt gerade wäre oben Platz. Ich glaube, ich würde auch ein alles Gute machen. Das macht doch eigentlich einen sehr guten Eindruck, ne? Wenn ich das höher setze, muss ich die Wiese höher setzen. Dann bleibt es 1:1 gleich. Ich kann das Schaf noch ein bisschen tiefer setzen, aber da ergibt es Sinn. Ach so, haha, so viel zum Thema. Ich muss die Wiese dann fest ankleben, damit die Arme winken können. Das bedeutet, ich sollte dann gleich die hier nutzen, um das Schaf aufzukleben, damit die Arme winken können, ohne am Gras hängen zu bleiben. Das ist aber auch kein Ding. Das bedeutet, ich kann doch jetzt die Wiese aufkleben. Und zwar überall da, wo das Rad nicht ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier einzeichne, hier ist das Rad. Lass mich mal gerade was prüfen. Ja, okay. Ob tatsächlich auch bei der Mitte nach wie vor weißes Papier ist. Wir gucken jetzt mal gerade. Ja, wunderbar. Ne? Also nicht zu sehr am Rand, das kann man machen. Dann habe ich jetzt den Kreis eingezeichnet. Dort bringe ich jetzt Klebe auf. Dort kommt jetzt die Wiese hin. Dort ist gleich das Rad. Das haben wir jetzt einfach mal entschieden. Und das heißt, damit man nichts von dem... Ach so, stopp. Ich muss die Karte drunter legen, weil ich ja gesagt habe, ich möchte gerne das Grüne am Kartenrand haben. So, das heißt, die Wiese muss mindestens so geklebt sein. Sehr gut. Prima. Und jetzt kann ich ja hier eigentlich jede Klammer nehmen, ne? Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, da kann ich irgendeine nehmen, die schön flach ist. Die ist relativ rund. Dann nehme ich irgendwas Flacheres. Oder was Kleines. Aber ich würde da sogar gar nicht, ich würde schon ruhig einen breiten Kopf nehmen, einen dicken Kopf, damit das nicht irgendwann auf einmal rausrutscht. Wenn jetzt da die Kinder viel dran drehen, was ja sein soll, dann soll nicht irgendwann aus Versehen. Der Kopf noch richtig? Sind die Füße noch richtig? Ja, das macht doch alles einen guten Eindruck. Achso, das Schaf hat noch gar keine Augen. Ah, das hätten wir vielleicht mal vorher machen sollen, weil wenn dir das nicht gefällt. Ich glaube, wir könnten Kulleraugen machen. Wir machen Kulleraugen. Das ist eine gute Idee. Kinderkarte. Kulleraugen. Diese Schüttelaugen, ihr wisst schon. Sonst seht ihr es gleich. Flacher Kopf. Und wir brauchen noch Jonglierbälle.
So, flacher Kopf habe ich jetzt einfach mal das hier genommen. Das ist recht flach. Das pieksen wir hier durch. Und dann pieksen wir es dort durch. Achso, ihr seht nichts. Also ich habe das hier unter die Wiese geschoben und piekse es dann dadurch. Das wird man ja gleich nicht sehen, dass es rosa ist. Und biege es hier um die Ecke. Ich mache das jetzt gar nicht so stramm. Also ich biege das nur ganz normal um, damit sich das hier gleich gut drehen lässt. Es ist sogar fast ein bisschen weit nach rechts. Das sieht da so dreckig aus. Gerade gucken, ob ich die andere Seite nehme. Ja, die sieht irgendwie besser aus. Oh ja, da ist ein bisschen Kleberest, aber da können wir gleich einen Jonglierball. Achso, ich schiebe es wieder unter das Grün. Ich stecke es wieder durch das Weiße. Ich klemme es auf der Rückseite auseinander. Und damit ich es gleich gut drehen kann, denke ich sogar darüber nach. Das machen wir gleich. Machen wir das gleich? Das machen wir gleich. Ja. Coole Augen. Irgendwie sieht das scharf lustig aus. So, und was, bitteschön, wirft denn jetzt das Schaf für Bälle? Da könnt ihr jetzt perfekt Papier... Apropos, wir können da perfekt Papierreste nehmen. Dann nehmen wir doch mal die Papierrestekiste, wa? Da reichen ja tatsächlich die kleinsten Schnipsel. Wir müssen nur entscheiden, ob das Schaf einfarbige Bälle wirft oder bunte. Es ist eine Kinderkarte, ne? Bunte sind doch super. Jetzt müssen wir noch einmal gucken, was die Größe der Bälle angeht. Ist doch eine gute Größe, oder? Ich finde, das ist eine gute Größe. Und jetzt gibt es hier ganz viele bunte Bälle. Punktet. Ja, warte, da hat man doch hier schon einen Streifen. Dann nehmen wir, was haben wir denn hier noch alles? Ich bewahre ja auch solche Cover auf. Also so Frontblätter von irgendwas. Weil auch das kann man noch fantastisch nutzen. Noch so ein Blümchen. Ich muss euch mal zu mir mehr hinziehen, ne? Ihr seid irgendwie. Dann seid ihr besser in meinem Arbeitsbereich. Wie viele? So mit wie viel Abstand? Nehmen wir jetzt hier nochmal so richtig bunt und wild. Mal gucken, ob der Stanzer das hin. Wobei so Retro-Muster ist eher was für Erwachsene. Ich glaube, für Kinder ist es schon knallig bunt netter. Weil das ist knallig bunt. Ah, schaut doch mal. Hier haben wir doch schöne Sachen. Das ist doch auch niedlich. So, das könnte reichen. Ich bringe sie. Ist das wichtig? Nö, ne? An einem ungefähr gleichmäßigen Abstand auf. Das ist schon, glaube ich, fürs Auge nicht ganz schlecht. Ich klebe sie direkt auf.
Ich achte mal gerade einmal ein bisschen auf die Richtung, wobei die sich ja verändert beim Drehen. Ich sollte darauf achten, wo der Rand ist. So. Da ist der Rand. Der Rand. Und dann jetzt ungefähr im gleichen Abstand, damit ich jetzt hier den Rand nicht immer hochhalten muss, lege ich da einfach einmal was Grünes drunter. Und dann kann ich jetzt das ungefähr so positionieren, gleicher Abstand zueinander zum Rand und so weiter. Ansonsten achte ich auf nicht sehr viel. Vielleicht noch, dass ich es einmal gut andrücke. Komm, dann machen wir noch die niedlichen Motive vorrangig. Einmal bunt. Ah, wartet, lasst mich gerade, dass ich jetzt, ja, genau, mal gerade einmal gucke, dass es ungefähr auskommt mit den Abständen der letzten beiden. Guck, das sieht doch gut aus. Jetzt überlege ich noch, ob ich so kleine Striche mache. Und zwar sowas hier, so Hui-Striche, aber sieht dann eher wie ein Gleich aus. Ne? Wobei, wenn ich das mal 1, mal 2, mal 3 mache. Oder auch mal kürzer, mal länger. Bisschen versetzt, dann habe ich noch mal so ein bisschen die Bewegung, dargestellt. Ja, finde ich gut. So, und dann kommt Ette ins Spiel. Ette kriegt jetzt erstmal an den Stellen, wo Ette darf, Klebepunkte hin. Also darf heißt, hier in dem Bereich soll es beweglich sein. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich da entsprechend keine Nupsis anbringe. Und an den anderen Stellen dann schon. Und kann ich auch noch mal einen anbringen, ne? Der ist schmaler. Achso, ja, die Füße sind wurscht, die sind fest. Der ist auch schmaler. So flacher. Ach Mann, jetzt ist er mal gut. Coole Augen muss ich gleich noch. Sagt mir mal, auf welche Höhe ich das anbringe. Ich würde sagen, wartet.
Die nicht. Warum nicht? Weil ich dann die Scheibe festklebe. Radiergummi. Einmal die Klebestellen wegradieren. Sollte man dann aber auch nicht mit Klebefingern drauf fassen. Aber das dürfte man gleich eh nicht sehen, denke ich. So. Solange es einem noch auffällt, finde ich das immer sehr unproblematisch. Das ist doch super. Passt mal auf, wir machen jetzt noch Folgendes. Die sind ja ein bisschen... Dann nehme ich die flacheren. Dann suchen wir jetzt noch lustige Kulleraugen aus. Ich glaube, der korrekte Begriff ist Wackelaugen. Die sind zu riesig. Ich glaube, die sind auch zu groß. Ich glaube, hiermit sind wir schon richtig. Die sind, glaube ich, zu winzig. Und ich glaube, die hier sind perfekt. Mit Wimpern. Pink und weiß. Lass uns mal erstmal. Und ich möchte es eigentlich am liebsten schon wieder schielend haben, aber das passiert ja von alleine. Fast eine Nummer zu klein, kann ruhig eine Nummer größer sein. Ist die Frage mit Wimpern oder ohne? Und farbig oder nicht farbig? Komm, wir nehmen mal, probieren es einfach aus. Okay, also ich sage mal, das ist mir zu krass, ist aber lustig. Lustig wäre es schon. Komm, was machen wir? Ist für ein Kind. Kind ist bunt gut. Sonst hätte ich mich anders entschieden. Gerade einmal gucken, ist das mit Folie zum Abziehen? Scheint nicht der Fall. Ja, hier schon. Glaube ich. Ja. Für die, die es noch nicht wussten, manche haben eine Folie, manche nicht. Das macht das Ganze ein bisschen gemein. Ach, der hat sogar auch Folie. Schielen, so ein bisschen versetzt. Ich finde das ja immer gut. Bisschen toll. Ich muss gerade noch mal einmal die Höhe gucken. Aber ich glaube, so mittig ist gar nicht verkehrt. Und jetzt würde ich mit einem Bleistift hier irgendwie noch mal so ein bisschen Kringel vom Kopf malen, um die Struktur ein bisschen schraffiere ich noch mal einmal das Ohr ein bisschen. Dann streiten wir jetzt zur Tat. Das hier ist die Scheibe und kleben es auf die Grundkarte auf. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen, weil auch hier darf die Scheibe nicht getroffen werden. Das heißt, ich kann jetzt Klebe an allen anderen Stellen auftragen und sollte das auch tun.
Also ruhig auch hier, wo die Scheibe nicht ist. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Aber ich hier nicht, weil das soll sich drehen. Ihr seht, das dreht sich so ein bisschen mit. Wenn das festgeklebt wäre, würde es trotzdem drehen. Ey, machst du noch nicht fest? Dann positionieren wir anhand der blauen Karte. Packen hier unser Schaf wieder hin. Ich finde es gut. Und jetzt machen wir noch eine lustige Sache. Ich weiß noch nicht, wie mir das gelingt und ob mir das gelingt, aber ich habe auf jeden Fall den Ehrgeiz. Ich nehme mir einen weiteren Locher und komme, ich klappe die Karte auf. Ich packe jetzt hier, vielleicht sogar eine größere. Größer kann man immer noch machen. Eine kleine Kerbe hin. Ja, ein bisschen größer machen, damit ich da quasi drehen kann. Eine etwas größere Kerbe. Wie viel größer denn? Und fragt mich nicht, wie viele Kreisstanzer ich habe. Viele. Ich mache viel mit Kindern. Und da sind Kreisstanzer eine echt gute Geschichte. Jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Also ich will die untere Kartenseite nicht mitstanzen und ich möchte das den Kreis nicht mitstanzen. So, und jetzt kann ich hier quasi reingreifen und drehen. Ich kann aber auch hier drehen. Letzter Schritt. Wir schneiden das hier ab. Jetzt wird es noch mal kurz spannend, weil ich diese Schneidemaschine nicht so gut kenne wie meine normale Schneidemaschine. Das heißt, wenn ihr so eine Situation habt, dass ihr nicht so genau wisst, wo schneidet sie denn, dann macht ihr einfach einen Probeschnitt. Das heißt, ihr markiert euch, ich muss mal gerade einmal hier ein bisschen was wegräumen. Ihr markiert euch einfach mit einem beliebigen Stift auf einem beliebigen Stück Papier, wir können auch so ein Reststück Papier nehmen, einen Strich. Und dann packe ich den jetzt hier zum Plastik, also genau an den Plastikrand. Könnt ihr das sehen? Also hier ist der Plastikrand und danach ist so einen halben Millimeter später ist der Metallrand. Und jetzt gucke ich mir an, ja, und das schneidet tatsächlich genau am Plastik. Hatte ich doch richtig in Erinnerung. Das heißt, ich lege das jetzt so an, dass das blaue, die blaue Karte mit dem Plastik abschließt. Ich hätte übrigens auch eine Schere nehmen können, ne? Aber es ist ja zu einfach. Es sind aber jetzt so viele Lagen. Ich da glaube ich tatsächlich mit Schere nacharbeiten muss. Na gut. Im Moment, außerdem habe ich gerade ein bisschen Sorge, das scharf zu verschieben. Da muss ich mit Schere nacharbeiten. Das einfach sind ja mehrere Schichten Papier, die ich dann auch noch ordentlich geklebt habe. Und hier unten. Sag mal was, soll ich das auch mit Schere schneiden? Komm, ich probiere es noch mal einmal mit der Schneidemaschine. Ihr seht, ich habe jetzt ein bisschen von dem blauen Rand mit abgeschnitten. Karte fertig. Ich überlege noch kurz, ob ich am Rand hier noch die Wiese festklebe. Oder ob ich das so abstehen lasse. Und ich tendiere dazu,
gucken, ob ich hier noch eine Präzisionsklebeflasche mit Spitze habe. Ne, die Spitzen sind alle abgegangen. Müsste ich mir dann einmal aus meinem Workshop-Koffer holen oder aber ich so wichtig ist, ich will es ja nicht immer noch nicht auf den Kreis kleben. Ja, eine Präzisionsklebeflasche wäre jetzt schon optimal. Vor allem, weil da jetzt gar nicht so richtig was rauskommt. Und ich glaube auch, dass ich das dann mit Klemmerchen einmal fixieren muss, damit das dann auch hält. Aber das ist ja das kleinste Problem. Dann hole ich mir jetzt gerade noch einmal eine Präzisionsklebeflasche, damit ich hier die Sachen einmal fixiere und festklebe. Den Rand. Und dann überlegen wir uns noch, was wir da oben für einen Gruß hinschreiben und womit. So. Dann. Kommt da ein bisschen Klebe hin und eine Klammer. Da ist eigentlich alles fest. Und dann kommt hier noch ein bisschen Klebe hin. Ebenfalls mit einem Klemmerchen. Also mir gefällt sie sehr gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt für einen Gruß da oben. Ich überlege, ob ich einen weißen Stift nehme. Einen weißen Stift und dann einfach alles Gute hinschreibe. Das wäre jetzt so meine spontane Idee und Tendenz. Dann schauen wir doch mal einmal. Weißer Stift. Habe ich irgendwo was Blaues übrig? Jo, habe ich. Dann können wir nämlich gucken, wie gut lesbar das ist. Wir lassen es kurz trocknen. Gucken uns dann die Lesbarkeit an. Ich glaube, ich mal dem Schaf hier noch ein paar Kringel hin. In der Zeit. Ganz leicht nur. Ich habe mir überlegt, ob ich ihm eine Nase mache oder nicht. Oder ein Grinsen mache. Aber ich tendiere zu nicht. Das würde ich tatsächlich einfach so lassen. So, das kann man gut lesen. Und dann machen wir kein Happy Birthday, kein herzlichen Glückwunsch, sondern ein alles Gute oder alles Liebe. Weil dann kann sie sich, wenn sie möchte, die Karte auch ins Regal stellen und auch mal unterm Jahr in die Hand nehmen. Und dann ist die Frage, wie? Ich würde vorschlagen, schwungvoll. Und ich würde vorschlagen, alles Gute oder alles Liebe? Alles Gute, ne? Alles Gute. Klein geschrieben, groß geschrieben, ich würde zu klein tendieren, warum auch immer. Komm, wir machen Arbeiten mit Punkten.
Ja, ist doch schön. Ich habe gerade versucht, die Schrift da ein bisschen dicker zu machen, aber irgendwie habe ich dann da an den Stellen wie so Leerzeichen. Das irritiert mich gerade etwas. Das war aber wahrscheinlich dem Gelstift geschuldet. Und dann ist das Kärtchen fertig. Also ne, man kann jetzt hier drehen. Ich würde jetzt ehrlich gesagt immer hier reingreifen und drehen. Vor allen Dingen kannst du ja auch hin und her jonglieren. Was sagt ihr zu der Idee? Was sagt ihr zu dem Kärtchen? Ist doch ganz putzig, oder? Das war es zu dieser Karte und jetzt machen wir noch die Verlosung. Die habe ich zwar noch nicht fertig, aber die kann ich ja vorbereiten und dann, wenn ich fertig bin, sehen und hören wir uns wieder, dann schneide ich das hier quasi dran. Heftig, heftig, heftig. Also ich habe jetzt 8 Auslosungen vorbereitet. Es ist heftig, wie lange ich euch das schulde. Und ja, es ist aber auch krass, wie lange ich da jetzt dran gesessen habe. Also einige Stunden. Ja, wir fangen einfach an mit Auslosung 1. Das ist dieses Fancy Paper. Das war aus diesem ganzen Block jeweils ein Blatt. Und da habe ich hier mal was vorbereitet. Und ich hoffe, dass das klappt. Und man soll ja dann einfach irgendwo klicken. Das finde ich sehr lustig. Anke, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube aber, dass du das Papier gar nicht unbedingt haben wolltest, ne? Also, das ist, wenn ihr etwas gewinnt und das aber gar nicht wollt, dann meldet ihr euch bitte bei mir. Dann gucken wir, ob ihr stattdessen etwas anderes bekommt oder es nehmt, um es weiter zu verschenken oder aber jemand anderes dann neu ausgelost werden soll. Ne? Also das ist dann immer, die gibt es an Möglichkeiten. So, als nächstes geht es darum, diesen Kachelblock, den habe ich, ich überlege gerade, ob das eine Neuverlosung ist. Also der ist auf jeden Fall zu verlosen, das weiß ich. Ich überlege jetzt gerade nur, ob ich ihn nochmal hatte. Genau, den habe ich nochmal gekauft, weil ihr so begeistert davon wart. So war's. Und das heißt, wir gehen hier einen Tab weiter. Wir gehen hier hin und klicken dort. Achso, und dann hätte ich ganz gern von euch in den Kommentaren bitte eine Rückmeldung. Was ist denn, wenn ihr zum Beispiel nochmal Anke gewinnen würde? Sagt ihr, nee, bitte, wenn jetzt einer einmal gewonnen hat, dann den zukünftig quasi sperren? Oder kann es halt sein, dass halt, wenn jemand sehr viel Glück hat, halt jemand jedes zweite Mal gewinnt? Also wie seht ihr das? Also ich habe tatsächlich eine Person, die zweimal gewonnen hat, die gesagt hat, verlose es neu, beziehungsweise nehme ich gar nicht mit ins Los. Ach, apropos, ihr sagt ganz häufig in den Kommentaren, bitte nicht bei der Verlosung mitnehmen. Im Normalfall, das kriege ich nicht hin. Also teilweise habe ich halt über 100 Kommentare, da kann ich nicht gucken, wer jetzt geschrieben hat, mich bitte nicht bei der Verlosung. Das ist halt dann, wo ihr sagt, bitte neu verlosen, kein Problem. Ich lasse die Tabs hier einfach offen. So, gewonnen hat User CV4FG60K7I oder 6OK7I. Ob die Person selbst weiß, dass sie so heißt, ich bin sehr gespannt. Ansonsten gäbe es eine Neuverlosung des Blogs. Das werden wir mal irgendwann prüfen. So, dann geht es weiter. Ich muss auf meine Liste gucken, denn das ist ja hier alles vorbereitet. Der Pastellblock, das ist dieser hier. Der wird jetzt verlost. Das ist der dritte Kartenreiter. Und dort losen wir ebenfalls aus.
Und ich gratuliere, jetzt überlege ich, ob es Kattels Kreativwerkstatt. Bitte einmal melden. Ne? Alle immer melden mit kartenqueen@gmx.de. Das wäre perfekt. Als nächstes verlosen wir diesen Dean Langblock vom Action. Das ist Kartenreiter Nummer 4. Ich muss mir das auch gleich dann alles aufschreiben. Ja, da haben wir wieder sowas. User HI3OW4ON1I. Ich bin sehr gespannt. Das ist natürlich auch insofern spannend, weil das kann ja jetzt jeder behaupten, dass er das wäre oder sie das wäre. Da müsste die Person vielleicht dann mir auch noch mal einen Kommentar schreiben, dass klar ist, dass diese Person tatsächlich dieser User ist. Das ist wahrscheinlich am fairsten. Ja, das erscheint mir fair. Also da bitte einfach unter irgendeinem Video. Ich sehe das dann eh. Kommentar schreiben, hey, ich habe gewonnen. Ich schreibe dir als Carola gleich eine Mail oder unter dem Stichwort Kartenqueen XY und dann kriegen wir das schon hin. So, dann gibt es die Ferdini-Tasche zu verlosen. Das ist jetzt wiederum der nächste Kartenreiter. Schauen wir mal, wer da gewinnt. Und es ist Kirsten Karis. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, weil es könnte ja auch Kirsten, fragt mich nicht. Die Zahlen bitte nicht irritieren lassen, die setzt YouTube teilweise von allein dahinter. Wenn ihr die nicht entfernt, ist irgendein Automatismus, fragt mich nicht, woran der hängt. Das haben wir noch nicht so richtig rausgefunden, ist aber Schnuppe. Wenn euer Account Kirsten Karis ist oder wenn dein Account Kirsten Karis ist, dann wird das hier dein Account sein. Dann kannst du dich bei mir melden. Dann kommen wir jetzt zur Oktober-Challenge. Da zeige ich euch jetzt erstmal, blende ich jetzt an dieser Stelle die Fotos ein. Ich bin wieder ganz begeistert von eurer Kreativität. Es ist an einer Stelle ist es Vorder- und Rückseite und es ist eine Karte dabei, die nicht an der Verlosung teilnimmt. Also falls jemand jetzt tatsächlich gleich rechts spinksen sollte und sagt, ja, aber da fehlt doch, ich glaube Monika war es, die gesagt hat, sie möchte nicht an der Verlosung teilnehmen, aber ich möchte natürlich ihre Karte hier zeigen. Genau, diesmal dürften die Fotos auch alphabetisch angezeigt werden und die Verlosung ist ja dann gleich auch alphabetisch. Ihr seht, das sind nicht so viele. Es sind jetzt, glaube ich, 22 oder 23 in der Verlosung. 22? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Nicht so viele, also wie bei den anderen Verlosungen. Da möchten wir doch dran arbeiten, oder? Also meine Idee von diesem Kanal ist es ja immer noch... Ha! Edi, herzlichen Glückwunsch! Meine Idee ist es ja nach wie vor, euch ans Basteln zu bekommen. Und ich habe mir halt auch überlegt, was machen wir denn für eine neue Challenge? Und ich habe dazu zwei Ideen.
Was mir halt wichtig ist, ich will euch aktuell ans Basteln bekommen. Das heißt, ich will auf jeden Fall verhindern, dass ihr irgendein ein altes Kärtchen fotografiert und mir schickt, sondern ich will ein frisch gebasteltes sehen. Das kann ich natürlich nur sehr schwer kontrollieren, lediglich damit, dass ich euch eine ungewöhnliche Kartentechnik zu basteln gebe, wie zum Beispiel die jetzt hier. Und meine Idee jetzt war, dass ihr mit einem meiner neuen Stempel arbeitet. Jetzt würde ich damit aber sehr, sehr viele ausschließen, weil natürlich nicht jeder sich meinen Stempel gekauft hat. Apropos, es gibt erneut 15% Rabatt bei HeinDesign zur Black Week. Ich weiß nicht genau, wie er es genannt hat. Ich überlege gerade, ob ich hier eine kurze Pause mache. Ich mache das mal. Es gibt nämlich auch weitere Stempelanbieter, die Rabatte anbieten. Ich blende mal zumindest Memories for You. Da werde ich auch nächstes, im nächsten Video ist es so geplant, darauf eingehen. Ich muss nur gucken, wie ich es zeitlich schaffte, und HeinDesign. Die anderen habe ich gerade nicht so im Blick. Da müsst ihr gegebenenfalls auch noch mal selbst gucken bei euren Lieblingsstempel- und BastelanbieterInnen, inwiefern die dort auch zu dieser Black Friday-Aktion besondere Rabatte anbieten. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Aktion, also eine aktuelle Challenge. Wir machen keine November-Challenge, sondern wir machen eine Endjahres-Challenge. Also die geht bis 31.12. Wir machen November und Dezember zusammen. Und weil ich nicht alle ausschließen will, die sich keinen Stempel von mir gekauft haben oder den jetzt gleich auch nicht gewinnen, den es als übernächstes zu verlosen gibt, habe ich mir gedacht, es gibt noch eine Alternative, aber mit der Bitte um Ehrlichkeit, also dass ihr wirklich etwas Neues bastelt, aber ihr seid ja hoffentlich bald auch sehr kreativ tätig, allein schon, weil die Adventszeit ansteht, Nikolaus, Weihnachten, Silvester, Neujahr, Jahreswechsel. Und da werdet ihr doch bestimmt kreativ, und ich würde euch bitten, dass ihr etwas, also da ist euch das Thema komplett freigestaltet, wenn jemand da Geburtstag hat, also eine Geburtstagskarte bastelt oder. Also das Thema ist euch freigegeben und die Technik auch, aber es soll bitte eine Technik von mir sein, also die ihr bei mir gesehen habt. So. Und ihr schreibt mir bitte dazu, von welchem Video am besten mit Link. Dann würdet ihr mir sehr, 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 sehr helfen. Das wäre super, super, super großartig. Das wäre für mich auch nochmal eine Bestätigung dessen, dass ihr wirklich von meinen Videos was mitnimmt. So, das nächste, was wir verlosen, ist Jette. Jette, wo bist du denn hin? Da bist du hin. So, Jette ist diese kleine Cats and Apple Trees Ameise. Und dann nehmen wir das nächste Fenster und schauen, wer da gewonnen hat. Zu wem darf Jette nach Hause? Das ist schön. Maggie, herzlichen Glückwunsch. Und der letzte ist einer von meinen Stempeln. Ich halte es mal auch hier hin. Ich habe ja Stempel designt bei HeinDesign, wer jetzt ganz frisch auf dem Kanal ist und das noch nicht mitbekommen hat. Und da habe ich diesen Stempel verlost. Die Stempel verlinke ich auch nochmal, die man bei HeinDesign von mir kaufen kann. Es sind auch schon tatsächlich Wünsche bei mir eingegangen, was denn noch an anderen Stempeln von mir designt werden sollte. Da nehme ich auch weitere Wünsche und Vorschläge sehr, sehr gerne an. Böbchen Saat gewonnen. Ja, Glückwunsch an alle Gewinnerinnen. Ich glaube, es sind ja Gewinnerinnen und Gewinner. Bei den User weiß ich ja nicht, ob es Männlein oder Weiblein ist. Ich möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, dass ihr mein Buch bei mir kaufen könnt. Es ist ja jetzt Adventszeit, Weihnachten, Nikolaus. Ich würde mich sehr, sehr freuen, nochmal einige Bücher zu verkaufen. Ich hatte ja versehentlich nochmal neue beim Verlag nachbestellt für den Stempelmecker und hatte aber noch vom letzten Jahr sehr viele übrig. Und würde mich natürlich freuen, ich gehe da ja in Vorleistung finanziell, wenn ich da noch einige verkaufe. Das kann man fantastisch kombinieren mit meiner Aussortieraktion, und die würde ich jetzt auch weiter in Angriff nehmen, die Sachen zu versenden, beziehungsweise die erstmal neu aussortierten Sachen einzustellen und dann den Leuten, die schon was ausgesucht haben, zu fragen, so, wollt ihr noch mal gucken oder soll ich jetzt den Preis ausrechnen, und dann würde ich es auch versenden. Diesen Monat müssen wir gucken, wie weit wir es diesen Monat hinbekommen. Ich bin ganz ehrlich, aber nächsten Monat. Also diesen Monat, ich habe jetzt noch mal
Workshops und auch bei der Lebenshilfe und bin da sehr stark gerade nochmal eingebunden diesen Monat. Nächsten Monat wird deutlich entspannter und da kriegen wir mit Sicherheit was hin. Jetzt habe ich noch drei kleinere Probleme, Anliegen. Ich bin mir sehr sicher, dass sich Tessa noch nicht gemeldet hat, die diesen Blog gewonnen hat. Tessa, wenn du dieses Video siehst, bitte melden, ansonsten wird der nächstes Mal neu verlost. Dann bin ich mir unsicher, ob sich Konstanze bei mir gemeldet hat. Ich glaube nämlich nicht, ansonsten würde auch da das hier neu, wobei ich meine, du hättest dich gemeldet. Da bin ich gerade etwas unsicher, melde dich doch bitte nochmal, sonst muss ich mal in meinen E-Mails kramen. Und ich meine, dieser Dankestempel, die Shinny, meine ich, also kann man das lesen, hat das gewonnen und hat sich meines Erachtens auch noch nicht bei mir gemeldet. Also die da bitte nochmal melden. Ich prüfe natürlich, bevor wir es neu verlosen, auch nochmal nach, ob ich denn tatsächlich da keine Meldung von euch bekommen hatte. Ja, Ausverlosungsliste, nee, nicht Ausverkaufsliste steht der Link online. Das geht über eine Drive-Seite, das ist virenfrei. Da könnt ihr gefahrlos schauen und euch Dinge aussuchen. Ich habe so ein bisschen gesagt, also 15 Sachen oder im Wert von 15 Euro wäre schon gut, weil es extrem viel Aufwand ist, das alles zu managen. Und es sind halt sehr viele 10-Cent-Artikel dabei. Also wenn sich dann jemand drei 10-Cent-Artikel aussucht, dann ergibt das sehr wenig Sinn. Gut, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich habe jetzt etwas Schwierigkeiten mit dem Vorschaubild, weil ich die Geburtstagskarte natürlich inzwischen verschenkt habe. Weil die Karte habe ich ja gestern gebastelt und gestern verschenkt. Und diese ganzen Auslosungen, da ist jetzt wirklich der ganze Sonntag bei draufgegangen. Krass, krass. Aber ich habe zwischendurch Waschmaschinen gemacht und mich hier um meine Wohnung gekümmert. Also ich habe schon nicht nur am Rechner gesessen, aber schon sehr viel. Genau, aber das soll kein Jammern sein, weil wenn ich einfach die Auslosung immer dann gemacht hätte, wenn sie angefallen wären, wenn es immer nur 20 Minuten gewesen, wenn ich jetzt halt 8x 20 Minuten investieren muss, dann ist das mein eigenes Problem. Also kein Jammern. Aber ich gelobe Besserung und hoffe auch, dass ich jetzt keine Auslosung vergessen habe. Ich bin jedes Video von mir durchgegangen. Ich habe ja glücklicherweise in der Videobeschreibung immer dazu geschrieben. Von daher dürfte nichts fehlen, wenn euch da irgendwas einfällt. Bitte auch da gerne Mail, hey, was ist denn damit? Aber dann habe ich die tatsächlich schon mal in einer anderen Aktion, ich habe ja schon mal mehrere Sachen auf einmal verlost, dann war das da wahrscheinlich dabei. Das findet ihr meistens am Ende der Videos. Genau. Ja, so viel heute von mir. Das soll es auch gewesen sein mit dem Gewackel. Das ist ja auch anstrengend. Doch eine Sache habe ich noch. Wenn ich einen Kommentar kommentiere hier im Video, dann ist das nie eine Kritik, sondern ich komme halt gerade nicht dabei, Kommentare online zu beantworten. Dann mache ich das schon mal hier im Video. Und wenn ich dann jemandem erläutere, so hey, mein Kanal lebt davon, dass ich Dinge erkläre, dann habe ich denjenigen in keinster Weise angreifen wollen. Ganz im Gegenteil. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass quasi ihr das macht. Also habt ihr nicht, aber ihr habt dann gesagt, ja, braucht ja nicht das zu gucken. Aber es ist doch jedem erlaubt, eine Rückmeldung zu geben. Und wenn ich dann halt darauf reagiere und sage, ja, kann ich absolut nachvollziehen und das können die Lösungen sein, also sprich Ton aus, schneller stellen und so weiter, dann ist das einfach ein Hinweis. Und es weiß jeder von alleine, dass er meinen Kanal freiwillig guckt und nicht gucken muss. Und es ist einfach eine Geschmackssache und das ist echt gut so. Das ergibt die Vielseitigkeit von all dem, was wir in unserem Leben erleben dürfen, egal ob das Lebensmittel sind, YouTube oder Kreativität, Stempel. Es ist alles immer eine Geschmackssache und das ist doch, macht doch die Vielseitigkeit aus. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns wiederhören. Wir werden uns wiederhören, weil also das Verrückte ist, dass ich ja mir vorgenommen habe, zum 1. Dezember, ich habe tatsächlich meinen Adventskalender von Kulrike bekommen und den von Cats and Apple Trees habe ich ja auch schon und am 1. Dezember wollen wir ja eigentlich loslegen und will ich ja jeden Tag ein Video drehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinbekommen soll, aber noch habe ich es vor. Okay, so.
Ich hoffe, ihr seid gesund. Euch geht's gut.